Hallo ihr Lieben, ich wollte heute endlich mal ein Video übers Alleinsein machen, denn ich habe da irgendwie vor Jahren mal drüber gesprochen und bin immer mal wieder auch in den Kommentaren ja deswegen drauf angeschrieben worden und dass viele Menschen es gar nicht aushalten, allein zu sein und wie schlimm sie das finden und ja, wie man das macht. Und ja, ich habe da irgendwie kein Video drüber gemacht. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ich dachte, jetzt ist irgendwie an der Zeit, denn durch das Alleinsein hat sich bei mir einfach ja total viel getan und es ist einfach so mega wichtig, dass man alleine ist, weil das dazu beiträgt, dass man dann wirklich auch ja der Mensch sein kann, der man einfach wirklich ist. Und es ist natürlich was anderes, ob man ja alleine ist in der Hinsicht, dass man halt eben alleine ist, oder man hat ja auch manchmal das Gefühl, mit anderen Menschen zusammen zu sein und man fühlt sich trotzdem allein. Also das habe ich auch schon erlebt, aber ich meine jetzt einfach, na eben das Alleine sein, ohne dass irgendwelche Menschen da sind und dass man das positiv sehen kann und auch sollte und halt auch eben muss, um dann wirklich zu sich selber zu finden. Denn es ist so wichtig, sich mit sich selber zu beschäftigen und ich glaube, dass das viele Menschen nicht können und mir ist das mitunter auch immer wieder schwer gefallen, weil man dann so viele Dinge im Kopf hat, die einen beschäftigen und man nicht abgelenkt ist davon und ja, Gefühle da sind, die man vielleicht nicht haben möchte. Also bei mir war das ja immer so, dass ich halt diese Gefühle, die ich für negativ empfunden habe, einfach nicht haben wollte. Dass ich dann auch so ein bisschen in Selbstmitleid in den Momenten versunken bin und ja, mich selber einfach betrauert habe und auch dann Zeiten hatte, wo ich dann in ein richtig tiefes Loch gefallen bin. Aber diese Zeit war eher auch dadurch, weil ich mich alleine gefühlt habe, weil ich mit den falschen Menschen auch einfach zusammen war und mich aufgrund dessen alleine gefühlt habe und nicht, weil ich auch alleine war. Und ja, es ist einfach so mega wichtig. Ich bin ja sehr viel alleine, nur alleine schon deswegen, weil morgens niemand zu Hause ist. Und ich dann auch gerade jetzt zum Beispiel, das ist so, die Kinder sind oftmals sehr lange weg, dann bis 4 Uhr oder so. Und da bin ich sehr viel alleine und ich kann das so richtig genießen. Ich finde das einfach mega schön, weil ich dann auf niemanden Rücksicht nehmen muss und ich das machen kann, was ich möchte. Und klar, ich kann mir hier zu Hause meine Arbeit selber einteilen und das ist auch ein Grund, warum ich auf jeden Fall von zu Hause aus arbeiten möchte, mein eigener Chef sein möchte. Und das möchte ich in jederlei Hinsicht. Mir fällt es nicht schwer, mich irgendwie anzupassen, aber ich möchte einfach mein Ding machen. Und wenn ich zum Beispiel, also ich bin der Meinung, dass man erst auch, wenn man ganz alleine, also wenn man auch auszieht von zu Hause zum Beispiel. Ich bin dann noch nicht der Mensch, der ich einfach bin. Es ist ganz schwierig, sich wirklich frei entfalten zu können, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt. Also man muss ja irgendwie immer Kompromisse eingehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Und das ist, wenn man halt noch zu Hause lebt, in jungen Jahren sehr schwierig. Oftmals ist es auch so, dass die Eltern irgendwie eine bestimmte Erwartungshaltung an einen hat. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch anders. Könnt ihr gerne mal sagen, wie ihr das empfunden habt, als ihr dann ausgezogen seid. Das ist doch, für mich war es ja, auch der erste Schritt irgendwie zur Freiheit, ja. Natürlich bei mir nochmal auch anders, weil ich halt schon Mutter war. Ich habe ja in der ersten Zeit noch zu Hause gewohnt, bis mein ältester Sohn, ja, so 8 Monate alt war. Und aber
Ja, es ist einfach so wichtig und ich habe das jetzt in der letzten Zeit halt auch gemerkt, als ich mich von Nenas Papa getrennt habe und auch ein ganzes Jahr alleine gewohnt habe. Ich war ja in der Zeit auch in einer Beziehung, die zu Anfang sehr schön war, aber dann halt nicht mehr so schön. Aber wir haben uns ja nicht so oft gesehen und ich war viel alleine. Und ich hatte so viel Zeit, über so viele Dinge nachzudenken und mich wirklich auch nochmal selber zu finden und herauszufinden, was will ich auch eigentlich einfach, ja, was will ich tun? Es war für mich so mega schwierig. Ich wusste eigentlich noch nie wirklich in meinem Leben, was ich machen möchte. Und es war klar, meine Aufgabe war es, Mutter zu sein. Und das war ich viele, viele Jahre, aber es geht ja auch weiter. Es gibt ja auch noch ein Leben außerhalb des Mutterseins, obwohl ich mir ja jetzt auch durch die Kindertagespflege natürlich wieder so irgendwie sowas in der Art gesucht hat. Aber ich glaube, dass ja, dass das halt für mich auch so der richtige Weg ist. Aber ja, es gibt halt so viel mehr und es ist immer schwierig. Die Menschen wissen oft, ja, das will ich nicht. Aber, ja, was willst du denn? Und das wissen sie nicht, was sie wirklich wollen. Sie wissen immer, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wollen. Und das ist so, so viel einfacher, wenn man weiß, was man will. Das kann man aber meist erst dann herausfinden, wenn man sich auch mit sich selber beschäftigt, wenn man in sich geht, wenn man zur Ruhe kommt, wenn man nicht abgelenkt ist. Ja, es ist oft so, dass die Menschen einfach mal, also Schwierigkeiten damit haben, einfach mal nichts zu tun. Oder dann tut man auch schon wieder was. Aber also irgendwo zu sitzen, einfach nur zu lauschen, sei es in die Natur zu gehen, sei es einfach auch irgendwo an einem Lieblingsplatz zu sitzen, sich einen Tee oder einen Kaffee zu trinken und einfach nichts zu tun. Gedanken schweifen zu lassen, ja. Wie oft ist es so, dass die Menschen dann Fernsehen gucken oder ins Handy? Handy ist ja wirklich total extrem und ich kann mich da auch nicht immer von ausschließen, dass man am Handy hängt, sei es auf Facebook, auf Instagram oder irgendwelche YouTube-Videos guckt oder man kann alles Mögliche mit dem Handy tun oder irgendwelche Spiele spielen. Immer oder ein Buch lesen, meinetwegen auch. Es ist nicht verwerflich, Bücher zu lesen, das ist ganz toll, aber es ist oftmals so, dass man einfach nicht mal nichts machen kann. Weil in dem Moment, wo ich quasi nichts mache, bin ich ja nicht abgelenkt und muss mich einfach mit mir selber beschäftigen. Und ja, man möchte oftmals davor weglaufen. Ich bin, ja, wie gesagt, der Meinung, dass es aber sehr, 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 sehr wichtig ist, sich mit sich selber zu beschäftigen und auch einfach mal nichts zu machen. Und deswegen, mir rattert oft auch echt der Kopf, aber ich muss auch sagen, mittlerweile ist es ja so, ich habe ja einen ganz, ganz lieben Partner an meiner Seite, mit dem ich über alles reden kann. Und ja. Da kann ich das dann auch hinterher wieder rauslassen. Es muss aber auch nicht immer der Partner sein. Können die Eltern sein, es kann die Schwester, der Bruder sein, es können Freunde sein oder es können auch YouTube-Videos sein, so wie es ja bei mir zu Anfangs war, dass ich einen sehr großen Redebedarf hatte, aber eigentlich das, was ich alles sagen wollte, nicht so wirklich losgeworden bin und konnte das ja, also das habe ich eigentlich beim Videos drehen, dann gemerkt, was ich alles rauslassen kann. Das hat mir, ja, das hat mir einfach auch sehr gut getan, das alles, ja, rauszulassen. Meinen großen Redebedarf. Ja, jetzt habe ich das nicht mehr so wirklich, weil ich ja mit Sascha zum Beispiel wirklich über alles reden kann, über wirklich alles. Es gibt nichts, worüber wir nicht reden. Jede intimste Kleinigkeit und auch über jedes Gefühl, ob es negativ ist. Also ich empfinde es vielleicht für negativ, andere vielleicht nicht. Also es ist ja auch immer noch eine andere Ansichtssache. Aber da musste ich auch erstmal hinkommen, um so einen Partner zu finden. Und dafür muss man auch eben alleine sein. Und ganz oft, um sich halt wirklich richtig frei entfalten zu können und um sich selber zu finden, derjenige, der man halt selbst ist,
Also ich falle zum Beispiel bei uns aus der Familie mehr oder weniger echt total aus dem Raster. Ich bin total anders. Natürlich gibt es bei mir auch Charakterzüge oder so, wo dann die anderen sagen, oh, du bist ja wie dein Papa oder du erinnerst mich gerade an deine Mutter. Das ist natürlich so, man ist immer das Kind seiner Eltern und das, man hat da auch immer irgendwie Ähnlichkeiten. Aber trotzdem bin ich einfach ich und ich bin ganz anders, ja, schon als so meine Familie. Und ich mache halt einfach mein Ding und ich bin da so glücklich drüber, mein Ding machen zu können. Und ich bin auch zwischendurch ängstlich, aber dadurch, dass ich auch einfach ich geworden bin und mutig bin oder mir auch selber in den Hintern getreten habe oftmals, ist es, ich glaube, ich schweife so ein bisschen ab, ist es schon halt so, dass ich, man wächst ja auch daran und man wächst auch durch das Alleinsein, wenn man es positiv sehen kann. Manchmal lassen sich die Dinge nicht ändern und wenn ich jetzt zum Beispiel allein bin, weil ich keinen Partner habe oder, das macht die Menschen oft traurig, aber in jeder Situation, in der ich gerade stecke, im Moment vielleicht nicht, natürlich gibt es auch ganz schreckliche Situationen, da kann man bestimmt nichts Positives finden, aber man lernt ja aus jeder Sache und wenn es jetzt um das Alleinsein geht, manche Menschen sind über Jahre allein und habe ich in meiner Verwandtschaft auch, das hat ganz lange gedauert, bis diejenigen dann zum Beispiel einen Partner gefunden haben, aber ich muss da gerade zum Beispiel an einen Cousin von mir denken, das hat echt mega lange gedauert, er war schon über 30, bis er dann seine erste richtige Freundin hatte und die sind so verliebt miteinander und die sind mittlerweile so glücklich und der war auch oft traurig, dass er alleine war, aber in der Zeit konnte er ganz viel über sich selber lernen. Er konnte, also jetzt finde ich so im Nachhinein kann man halt auch sagen, aber guck mal, du hast so lange gewartet und es hat sich gelohnt, du bist jetzt glücklich und du hast eine tolle Frau an deiner Seite und das sollte halt so sein. Und deswegen denke ich immer auch, wenn die Situation jetzt einfach blöd ist, es kommt was ganz Tolles, es wartet was ganz Tolles, wenn man es denn dann auch zulassen kann. Und dazu gehört natürlich auch wieder das positive Denken und genießt doch das Alleinsein. Und zu sich selber finden. Es kann ja auch ganz spannend sein. Wer bin ich eigentlich wirklich? Was steckt in mir drin? Oder was haben meine Eltern aus mir gemacht? Wer bin ich aber wirklich? Ja. Und manchmal weiß man ja gar nicht, was will ich eigentlich wirklich? Oder wer bin ich wirklich? Weil man es nicht sehen kann. Und ich finde halt, dass das Alleinsein dazu beiträgt, eben sich selbst zu finden und sich selber kennenzulernen und so. Ich finde das halt mega wichtig. Ja, und deswegen ist das halt so. Das wollte ich dazu sagen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das so empfindet mit dem Alleinsein. Würde mich interessieren, könnt ihr gut alleine sein oder eher eben nicht? Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der sich dieses Video gewünscht hat, mal vor geraumer Zeit. Bis dahin, tschüss.